Hallo und willkommen zurück zu Yarimono. Ich bin gerade ein bisschen an der Arena vorbeigelaufen und jetzt ist das hier gerade passiert. Deswegen nehme ich euch gleich hier mit. Hä, was ist das? Wir haben nichts gemacht. Habt ihr nicht gerade etwas Unanständiges gemacht? Du solltest sowas Unanständiges nicht in öffentlichen Orten machen. Haben wir nicht gemacht. Und wieso bist du so weit hier in die Ecke gekommen? Du wolltest spannen, oder? Wie könnt ihr sowas zu mir sagen? Sagt ihr, ich bin extra hergekommen, um etwas Versautes zu sehen? Na Mann, wir waren einfach in einer guten Stimmung und du hast es ruiniert. Na, habe ich doch gesagt. Was Schweinisches. Wir haben einfach nur eine wichtige Unterhaltung geführt, Idiot! Lass uns gehen. Ja, ein bisschen sass, die Person. Idiot, wie könnt ihr es wagen, mich so zu nennen? Nicht arrestiere. Verhafte euch wegen Diffamierung. Nein, für Behindern des öffentlichen irgendwas. Was machst du? Nix. Hast du meinen Körper angeguckt? Benimm dich, ich werde dich verhaften. Nö, ich bin nicht so in dich interessiert. Es sieht aus, als möchte ich dir eine Lektion erteilen. Ich bin eine großartige Person. Ich werde dafür sorgen, dass du das weißt. Polizistin, also eine Rekrutin, ja. Anfänger halt. Guck mal, ob die genauso drauf ist wie die andere Polizistin. Ungünstig, dass wir jetzt das hier so haben, ne? Da sollten wir vielleicht switchen. Au, wir haben uns geschnibbelt. Okay, schau mal, was Borg. Ach, da steht Mark. Ja, wir nehmen das vielleicht doch nicht direkt nochmal. So, was hast du noch? Oh, auch nochmal so ein dunkles Viech. Ja, wir nehmen erstmal Chikipu. Also. Ach. Lasern wir den mal. Okay. Es brennt. Das heißt dann wohl, wir haben das hinter uns gebracht. Was denn zur Hölle? Hauptsache unser Trainerlevel steigt. Was, du? Warum hast du gewonnen? Naja, mit meinem Skill. Oh. War das... Ist das zu schwierig, dass du das auch bekommst? Du verzogenes Gör? Naja, ich habe keine Zeit mehr zu dir, an dich zu verschwenden. Ich werde nicht, ich werde bezahlen. Regeln sind Regeln. Was? Körper? Ja, das war's. Ah, ich mag solche Sachen eigentlich gar nicht. Aber du siehst aus, als würdest du solche Sachen echt gern machen. Naja, ich werde ja dein Gegner sein. Bist du nicht happy, gegen jemanden zu kämpfen, der so großartig ist wie ich? Ach nö, ich bin nicht in dein, in dein Körper interessiert, gib mir einfach die 1000 Yen. Was? Was zum... Na los, ausziehen! Hä? Was ist los? Bist du, jetzt ein bisschen... verängstigt? Warum benimmst du dich so arrogant? Weil du deinen Hintern nicht senkst, bitte was? Na los, runter damit! So ahnungslos, was ist großartig an dir? Dammit. So ungefähr? Ich kann nicht anders, da es Bezahlung ist, muss ich tun, was du sagst. Und jetzt einfach so bleiben! Du bist verzogen, oder?
Ach, wenn das nicht einfach nach... Wenn das nicht mal die Bezahlung wäre. Ah, lüg nicht. Du genießt es, sagen wir mal so. Du, genug. Ick! Ick, sie hat Ick gesagt. Mhm. Ja, er ist so cocky, ne? Was? Er hat sie gerade Pick genannt. Oink. Oh Mann. Hör auf, mich zu verarschen. Also, sie ist auch so ein bisschen wie die andere Polizistin, ne? Fühlt sich gar nicht gut an. Oh. Eieiei, es gibt, wie gesagt, schon echt komische Gestalten in dem Spiel, ne? Zero Star. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich eine Null-Sterne-Dame bin. Oh. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ah, ich glaube, ich habe zu viel gesagt. Oh. Blick nicht auf andere herab, das ist kein gutes Ding. Okay, da ich null Sterne verdient habe, gucke ich nicht mehr auf andere herab. Naja, das Null-Punktzahl war eine Lüge. Was? Echt? Ja, okay. Uff, sie war echt besorgt. Wie viele Punkte bekomme ich? 90? 100? Selbstüberschätzung? Ungefähr 60. Eigentlich ist es über 80, aber sie scheint ein bisschen Schmerz zu gut zu finden. Was, 60? Ey, warum bewertest du Leute? Und sie ist wieder ein Pain in the Ass. Hm. Eieiei. Warum sind hier drei Teile? Okay, einmal Snacks, einmal Drinks, oder? Coffee and Tea. Achso, und dann hier nochmal die anderen Drinks, oder? Ja, Choose Vending Machine. Ach, ja, gut. Ich muss mal ganz kurz heilen, nicht, dass wir da gleich auf den Sack kriegen. Ich habe auch mein Yagimon so ein bisschen geswitcht. Weil ich einfach mit Howlabout anfangen wollte, weil der doch schon relativ stark ist, was den angeht. Hi. Ich bin der Gymleader, ich heiße Ryusen. Ah, der Champion hat mich platt gemacht, also ich brauche ein bisschen, um mein Team zu handeln. Okay. Du könntest zweimal hier im Gym kämpfen, das würde mir helfen. Und den Pool. Warte mal, können wir jetzt einfach Dream-Matches machen? Nein. Aber er hat gesagt, erstmal zum Pool, auch wenn wir gerade so ein Kampfding gehabt haben. Tropical Pool, Lucky Beske. Was ist das da alles? Ah, Swimsuits. Hm, gar nicht so ganz erkannt. Willkommen in Lucky Beske. Du kannst Swimsuits kaufen, aber es gibt nur die da ausgestellt sind. In ein paar Tagen werden wir neue Sachen kommen. Okay, bekommen. Guck hier wieder rein, wenn du das Ending freigeschaltet hast. Du kannst hier kostenlos rein. Dankeschön. Oh, scheinbar gibt es ein Event hier. Tiger. Möchte mich jemand challengen? Was geht hier vor? Irgendein Event. Ich sehe einen Poster. Hm, die Tiger Challenge? Okay, challenge den Star Trainer Tiger. Wir warten auf deine Herausforderung. Ein Star Trainer? Kein Wunder, dass sie so stark aussieht. Ich werde sie herausfordern. Ein Mädel hebt die Hand. Okay. Dann kämpf mal. Keep it up, go for it.
Das hört sich brutal an. Dankeschön, Tiger. Guter Kampf. Fordere mich wieder raus. Ah, sie war zwar der klare Gewinner, aber sie hat ihre Gegnerin gelobt. Was für ein wunderbares Event. Tiger ist so eine nette Person. Sie sieht zwar grob aus, aber ist echt nett. Okay, noch jemand? Einen können wir noch reinbringen. Verhindert Augenkontakt. Ich fühle mich wirklich beobachtet werden. Soll ich hoch? Okay, okay. Nein, jetzt doch nicht. Die Hand zu heben und da hoch zu gehen ist zu viel für einen Introvertierten wie mich. Okay, Zeit ist um. Tschüss, Tiger. Hat Spaß gemacht. Bis dann. Tiger, du bist so krass. Viel Glück für das Turnier. Und alles ist weg. Hier steht überall Eiscreme rum. Verkaufst du Eiscreme? Okay, gibt verschiedene Events. Bitte teilnehmen, wenn sie happenen. Okay, die Tür ist zu und die hier auch. Lass mal gucken hier. Können wir einfach... Werden wir da rausgeschmissen, wenn wir hier reingehen? Umkleideraum für Mädels, können wir nicht rein. Möchtest du changen? Ja. Und dann können wir es hier raus, oder? Nein, wir müssen vorne wieder raus. Sagst du das Gleiche? Ja. Oh, das Mädel, dem ich den Gutschein gegeben habe, ist nicht gekommen. Hehehehe. Bitte was? Willkommen, möchtest du was? Eiscreme vielleicht? 2000 Yen für 2 Stunden. Okay, Private Room Service. Das hört sich ein bisschen falsch an. Zugesperrt. Zugesperrt. Und zugesperrt. Vielleicht können wir hier irgendwie ein Date haben oder sowas. Alter, muss ich das schon... Pff, besser zensiert das. Willkommen! Na, ich habe den Part-Time-Job angenommen, weil das die Bezahlung gut ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so einen Badeanzug anziehen muss. Die Größe stimmt auch nicht mal. Meine Brüste fallen gleich raus. Kann ich eine Bestellung machen? Ja, bitte einmal warten. Okay, sollten wir nichts zu trinken haben? Na, willkommen! Okay, du da unten möchtest bestellen. Was möchtest du denn? Kann ich dich... Okay, nee, nicht wirklich. Er nimmt einfach nur eine Pause vom Gitarre spielen. Okay, sie ist, hat Angst im Meer, aber hier im Pool ist es okay. Im Wasser zu laufen macht Spaß. Sie fühlt sich restless. Oh. Und hier ist jemand zum Vermöbeln. Ah, du bist Minako. Hey. Okay. Kämpfen? Ja. Das machen wir doch glatt. Ich werde gewinnen. Na, das sehe ich nicht so ganz. Du bist hier schon schwach gegen... Und du bist schwach gegen Wind, aber... Das lassen wir mal. Ja, sorry, Minako. Du darfst den Badeanzug gleich wieder ausziehen. Ja, aber höchstwahrscheinlich zur Seite schieben. Du bist echt stark. Ah, frustrierend. Was ein seltsames Mädel. Das ist wie immer, aber irgendwas ist nicht ganz richtig. Was? Was? Wie mache ich das? Was? Ich habe verloren, also muss ich komische Dinge machen, aber was sind diese Dinge? Ernsthaft? Du verstehst, oder? Ja, ich verstehe. Dann bitte Erklärung. Was eine Erklärung? Rechts nochmal in groß? Eieiei. Lass es mich dir beibringen. Ja, Senpai, bitte. Das erklärt er jetzt. Okay. Etwas weird.
Oh, das gefällt mir nicht, dass das da unten steht. Lehrer, Senpai. Ja, okay, das ist jetzt schon besser, aber dass das am Anfang so gewesen ist, ist nicht ganz so cool, ne? Ach ja, übrigens. Offiziell sind natürlich alle partizipierenden Menschen in dem Spiel über 18. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ne? So. Nein, wir sind noch nicht fertig mit der Unterrichtsstunde. Auch komische Wörter, ne? Wer sagt denn Baby Liquid? What the fuck? Ah, meine Beine zittern. Ja, Lehrerbeine zittern auch. Okay, Bezahlung ist vorbei. Kann ich nicht machen. Schade. Soll ich dir das nochmal beibringen? Nein, du kannst das, weil es Zahlung ist. Ich weiß nicht. Naja. Okay. Dann nicht. Aber hier gab es auch noch irgendein Event. Das war knapp. War das ein neuer Rekord? Oh. Meine halbe Dings ist hängt raus. ist okay, oder? Ist ja keiner hier. Was? Maybe she thought she'd be warned about jumping. Keine Ahnung, was der damit meint. Below. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur das da oben gesehen. Unten? Ah! Du Perversling, du hast das gesehen! Oben. Was? Perversling, aber... Hä? Huh? Was? Ah, die schon wieder! Perversling, Idiot! Sag mir deins auch, du Idiot! Hey, stopp, das ist verrückt! Ah! What? Oh, sie ist ausgerutscht. Okay. Ohne Kampf? Autsch. Squish. Was? Und da wahrscheinlich ein... Fuck! Was? Ich liebe Pipi und Popo und... es innen zu machen? Bitte was? Was ist los mit ihr? Was? Lauf nicht weg und schrei Perversling! Was war das denn? Kann ich mal einen Moment mit dir reden? Ah! Okay, irgendwie habe ich das gemanagt. Dieser Typ! Ist sie aber süß. Wieso sagt er that guy? Sollte ich sagen that girl? Oh, noch ein Event. Okay, die muss wahrscheinlich ein paar Events abklappern. Ach, die Bedienung. Vielleicht sollte ich ein bisschen schwimmen. Ah, voll rein. Was? Ups. What? Hey, was machst du da, du Idiot? Solltest du das nicht mit wesentlich jüngeren und süßeren Mädels machen? Ich meine, sorry, es tut mir leid. Bist du dumm? Rede nicht, während du da dranhängst. Beeilung und beweg dich. Sorry. Ich bin ausgerutscht. Ah! Bist du dumm? Schon wieder ausgerutscht. Sorry, zum zweiten Mal. Das hast du mit Absicht gemacht, oder? Ich werde dich schlagen, du Idiot. Huh? Ja, er drückt an einen komischen, guten Punkt. Oioioioi. Ich sollte mich umziehen. Okay, es ist komödiantisch, aber etwas weird.
Können wir da jetzt pieken? Nein, aber können wir hier dann pieken, wenn wir schon mal da sind? Sieht nicht so aus. Moment, ist vielleicht jetzt da hinten das Ding offen? Nee. Eieieiei, was eine wilde Fahrt. So, gibt es noch mehr Events hier? Oh, ich kann kämpfen. Ah, du bist hier, Perversling. Hey, das ist unfair. Das hast du alles selbst gemacht. Nachdem du mich das machen hast lassen, bin ich immer noch etwas aufgeregt dadurch. 100% deine Schuld. Lass uns kämpfen. Ich werde gewinnen und viel Geld machen. Ich bin eine der Stärkeren hier. Das wird nicht gut ausgehen. Bete, Perversling. Uiuiuiuiui. Die Arme. Wird einfach so über den Haufen gewalzt, ne? Aber wir haben daneben geschlagen, ohne Witz. Tja, Tina. Moment, er ist stärker als ich. Okay, nochmal ein Level up. Das nehme ich gerne. Ich habe verloren. Gegen diesen Perversling. Aber er hat nicht gecheatet. Ist echt so stark. Naja, ich werde dich wohl überbezahlen. Immerhin ist es die Regel. Wegen der Zahlung. Ich glaube, es gibt keine Mädels, die mit dir abhängen, du Perversling. Aber es... Ich kämpfe noch mit dir. Moment, ich muss erstmal zahlen und dann werde ich das nochmal machen. Hä, was? Was? Der Perversling darf da? Okay. Ich hatte gar keine Pläne, so nahe zu ihm zu kommen. Noch nicht. Perversling, du bist diejenige, die sich ausgezogen hat und dann auf einmal mich ausgezogen hat. Was? Du sagst so, es ist meine Schuld? Jo. Naja, wahrscheinlich ist es wahr. Naja, aber jetzt mache ich etwas noch atemberaubenderes. Genieß mich so, wie du möchtest, Perversling. Sie sagt ein bisschen oft Perversling. Vielleicht ist eine kleine Bestrafung fällig. Hä? Ja, das übersetzen wir einfach mal nicht hier unten. Ja, ja, ist okay, mach schnell. Mitten hier am Beckenrand, ja? Oh, sorry, ich bin ausgerutscht. Sag, ich bin die Perverse. Was? Warum? Ja, das sagen wir mal nicht. Ah, okay. Sie muss auch die Sachen sagen, die wir ihr... wegen der Bezahlung an den Kopf werfen? Sag es lauter, dass der ganze Pool es hören kann. Nein. Sag es. Ich bin pervers. Okay. Aber, ist das so, dass alle außenrum das nicht komisch finden? Wegen der Spezialregel oder was ist los? Ich fand die ja, random witzigen Events ein bisschen cooler. Sag mal, ist ihr linker Fuß, sieht auch ein bisschen handmäßig aus, ne? Also von uns aus gesehen rechts. So. Könnten wir jetzt gleich gegen den Gymleader kämpfen, ja? Ist das okay? Nein, wir sind immer noch nicht fertig. Ick!
Ist es vorbei? Schuf! So, und wer wischt das weg? Ich hoffe, das wird weggewischt. Ach, gegen sie können wir dann auch noch kämpfen. Was? Das ist der Typ von vorher. Sorry, wegen vorher. Ah, der Badeanzug ist ganz nass gewesen von vorhin. Natürlich, weil sie ins Wasser gegangen ist. Okay, was sagt sie? Ja. Kämpfen? Du siehst aus, als würdest du viel kämpfen. Möchtest du kämpfen? Ich will nicht verlieren. Okay, da müssen wir ein bisschen cheaten, aber hey. Das heißt dann wohl, es wird sich halbwegs lohnen. Stark, dass der gleich hier schwach ist. Ah, Defensive Stance. Zack. Oh, noch so ein Ding. Oh, mit einem Life überlebt? Wieder. Evasion increased. Sag mal. Ich hoffe mal. Ich glaube, der Cheater kann nicht daneben gehen. Ich würde das aber trotzdem als eine Florett einsetzen. Vielleicht kriegen wir sie ja trotzdem down. Das ist gecursed. Also im Prinzip. Ja. Gut. Ohne zu cheaten, Level 50er Viech. Nice. Was? Ernsthaft? Oh, danke schön. Sie war stark. Ah, du bist echt ein krass guter Trainer. Was? On top of that fanservice scene? Naja, weil wir das letzte Mal so ein bisschen zusammengerumpelt sind, könntest du mir nicht einen Discount geben? Was? Ja, 100% Discount. Ach, nix mit Geld? Okay. Dann, immerhin. Sie starrt? Was? Ja, ich bin einfach nur ein Schwächling. Bitte, Tamaki, guide mich. Oh ja, ich werde deine große Schwester hier sein. Was? Nicht gut, nicht gut. Sag mal, jetzt will er sich nicht festhalten? Take it easy. Ich hab gesagt, take it easy! Naja, die Japaner mit hier Schwester und Bruder und alles Mögliche immer, ne? Take it easy on me. Ich hoffe, also irgendwie hoffe ich ja, dass das Spiel relativ flott vorbei ist. Dass wir halt ein bisschen schneller durch die Kämpfe und durch die Story durchkommen. Damit wir auch noch ein anderes Spiel reinkriegen. Ne? Okay, dankeschön. Ich muss wohl... ja, das heißt, nicht in Ohnmacht gefallen, aber weggetreten sein. Hat sie uns gerade eine Backpfeife gegeben? So, hast du das gesehen?
Oh, du bist wieder da? Ah, Tita, du bist wieder da. Tschüss. Mhm. Naja, aber hier ist einfach nur noch ein bisschen fleckig der Boden. So, sind die Teile hier immer noch zu? Ich nehme mal an, ja. Ja, aber schon, ja, gut. Ich würde sagen, Moment, kann ich raus mit Badehose? Ach so, da werden wir einfach geswitcht. Hey, da ist Tiger. Hey, ich habe gehofft, du würdest auf die Bühne kommen. Wer bist du? Ich bin vom Village of Beginnings. Ich bin Tiger, schön dich kennenzulernen. Hä? Oh. So viel Druck, die das von dir ausgeht, dass ich dachte, ich wurde gerade geschlagen. Oh, sorry, sorry. Ist, einfach nur so rausgekommen. Du hast irgendwas an dir. Du hast etwas an dir, was andere nicht haben, oder? Fühlt sie meinen Cheat-Tackle? Ich wollte nur sicher gehen. Ich habe auch versucht, dich auf die Bühne zu locken. Warum bist du nicht hochgekommen? Naja, es ist peinlich. Was? Ah, das ist es. Es tut mir leid. Ja, wir werden vielleicht in der Zukunft kämpfen. Du sagst doch nicht, dass du einfach dich angemeldet hast, obwohl du nicht keinen Skill hast, oder? Naja, ich arbeite dran. Naja, ist okay. Ist das wirklich das, was du fühlst? Ich werde dich besiegen. Und dann Athena und dann werde ich Champion sein. Sie will sogar den Champion besiegen. Also lass uns heute irgendwann anders nochmal durchleben. Nachholen, wie auch immer. Oh, wenn ich ins Finalturnier möchte, muss ich die auch antatschen. Okay. Tiger ist am Pier. Hack und Zack. Was ist mit dir? Oh, die Neue versucht echt viel. Ah. Ja, die haben wir auch schon kennengelernt. Hey, das ist der Shard Shop. Shard Shop? Ja, XP-Shards kannst du hier kaufen. Es gibt Leute, die schwimmen in den Zeugs. Ah, das ist also etwas, was du machen kannst. Okay. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Sagst du noch irgendwas? Naja, scheinbar nicht. Dann lass uns mal kurz heilen und dann gehen wir wirklich nochmal ins Gym und klatschen den Gymleader weg. Alter, die Folge ist eigentlich schon wieder vorbei, ne? Heidewitzka. Okay, aber mit denen können wir ja nicht nochmal kämpfen. Also, du bist prepared, oder? Ja, ich bin prepared. Elusive Mirror Strike ist sein Move. Kannst du dem entgegenwirken? Gucken wir mal. Ja, Defensive Stance ist okay. Dann haben wir eben beim zweiten Mal drauf. Ach, dieses Flower Oil ist auch komisch. Geocrab. Sehr cooler Name. Und wir sind ihr zum Opfer gefallen. Also, Florett. Mach mal den hier. Gegen mich? Oh, come on. Ah, wieder diese Sturdy Shell, ne? Gah! Bloß nicht den Cheat-Tackle als erstes machen hier. Okay, Level 50. Es tut mir leid, aber Dramba, du musst leider so dran glauben. Dankeschön. Ich werde es tun. Lass mich die Spezialkraft Elusive Mirror Strike lehren. Okay, Water Type Yarimon can now use the move Elusive Mirror Strike. Okay, alle Wasser Yarimon können das lernen. Ich glaube, du hast es schon gelernt, also
mach den Skill rein. Ich glaube, das ist nur Zufall, dass hier... Moment, nochmal ein Soul Up. Aber auch ein neuer Skill, Needle Rose. Kommt rein. Oh, stark! Gardenia. Sieht krass aus. Gefällt mir super. Richtig stark. So, lass uns aber mal zum Strand gehen. Nicht zu ihr. Da war doch noch... Da hieß es doch ja, die andere wartet jetzt am Strand. Wir waren auch hier unten noch nicht, ne? Nochmal so ein Mushroom. What the hell? Energy Mushroom. Heute kann ich echt nichts fangen. Das Ding hier sieht auch aus, als könnte man dann reinfahren. Ah, hier ist sie. 67, 68, 78. Krass, das ist viel zu heftig. Wie kommen wir dahin? Durch die Höhle oder durch über das Wasser? Gibt es hier... Oh, es gibt hier... zwei Viecher zu fangen. Das gefällt mir. Splash Sploosh. Oh, was für Namen die teilweise haben, ne? So, und das andere, dieses kleine Ding. Ah ja, nur Sploosh oder wie? Ne, Dropple. Süß. Dropple und Splash Sploosh. Ups, zu früh weggedrückt. Es tut mir fast leid. Aber dann haben wir hier auch alles. Gefällt mir. Ich mag dieses System. Ach, und hier hast du nochmal... ein paar andere. Trainerlevel erhöht. Da sind schon viele verschiedene Viecher, ne? Ping, ping, ping. Wir wissen, was die kleinen Teile da sind. Oh. Little Malice. Oh, süßer Name. Ah, wieso? Ja, reicht aber fürs Erste. Wir sollen nach Wano Village. Da laufen wir noch gemeinsam hin. Das ist ja irgendwo rechts, ne? Wenn wir uns die Map angucken. Oder? Nee, wir gehen erstmal zur Church. Oh, das Teehaus ist auch jetzt verfügbar. Okay, wollen wir das Event noch machen? Ja, komm, nehmen wir noch in die Folge mit rein. Willkommen, du kannst singen, tanzen oder kämpfen. Das ist das Battle Idol Tea House. Special Event ist am Start. Möchtest du zusehen? Ja, dann sitz dort. Abseits. Ladies and Gentlemen, danke fürs Warten. Wir werden heute das spezielle Battle Event starten. Die Yari Star Girls, bitte... vorstellen. Ich bin Haruka. Ich bin Kanata. Oh, nee, ich bin Yume.
Die ist wohl neu drin. Okay, die Youngster Girls, die Pop-Idols hier, die beliebt, rasch an Beliebtheit gewinnen. Kämpfe sind auch großartig. Im ersten Match hat Haruka-chan klar gewonnen. Kanata hat auch hübsch gewonnen. Und heute der dritte Match. Special Guest ist für Yume am Start. Der Shining Star of Big City, Star-Trainer Maki. Der Star-Trainer von Big City. Miss Maki, danke, dass Sie heute gekommen sind. Wir finden das echt klasse. Ich werde mein Bestes geben. Okay. Wenn du dein Bestes gibst, wird Yume wahrscheinlich keine Chance haben. Sei nett zu ihr. Und ihr Kommentar. Ha. Okay, wir sind bereit. Dann auf geht's. Ich geb alles. Ja, bounce back. Ich dachte, ich hätte dich. Naja. Du bist also nicht nur... Du bist also kein leichtes Spiel? Okay. Oh, Star Trainer, stark. Ha? Was? Was machst du? Beeil dich. Bring es zu Ende. Ha? War? Oh, Yume-chans Big Move hat getroffen. Da ist irgendwas oben passiert, ne? Das ist es. Yumes große Chance. In einem großen Angriff. Disappointing. Bams. Maki hat gewonnen. Sie gewinnt. Ja. So wie man es von einem Star Trainer erwartet. Gut gemacht. Ha. Na, du wärst stärker, wenn du dich auf deine eigene Stärke verlassen würdest, anstatt sowas wie das da abzuziehen. Ich weiß nicht, ob du gekämpft hast, weil du es wolltest. Ja, sie hat es definitiv gemerkt. Maki, danke schön. Okay, die heutigen Kämpfe sind vorbei. Tschüss. Was war das? Ist das Maki-Mädel noch da? Da sollen wir wohl checken, ob das Maki-Mädel draußen ist. Ja. Warte. Hä? Du warst im Teehaus, oder? Ist sie böse? Der Kampf vorher, da am Ende. Was ist da passiert? Ah, keine große Sache. Diese Typen, Manjarimon. Okay, sie haben versucht, mit meinen Yarimon zu manipulieren, indem sie ihr Star-Ohr benutzt haben, um falsche Befehle zu erteilen. Was, die können sowas machen? Nicht, wenn du wie ich und mein Yarimon bist. Wir sind tief miteinander verbunden. Ah, wir können alle Einmischungen ignorieren. Okay, ich dachte, du hättest gezögert. Ah, du beobachtest gut. Ja, ich hab... gemerkt, dass falsche Befehle erteilt worden sind. Ich würde sagen, ungefähr 10 Leute haben versucht zu interferieren. Ich wurde irritiert und habe kurz innegehalten. War ein bisschen immature. Jeder weiß, was immature ist, ne? So was zu machen. Ja. Und meine eigene, nennen wir es mal Unreife, hat mich 30 Mal mehr irritiert. 10 Leute? Was? Aber wenn das jetzt ein Trainer gewesen wäre, der nicht so tief mit seinem Yarimon verwurzelt gewesen wäre? Wahrscheinlich nur kurzweilig interferiert. Wenn das jemand wie diese grünhaarige Yume ist? Diejenigen, die so einen Trick machen würden, werden schwächer. Okay, du hast mir echt viel erzählt. Ich dachte, du wärst gruselig. Hast du was gesagt? Nee, nix. Okay, ich werde dir das geben. Ich hab's bisher noch nicht benutzt. Ich werde hier nicht wieder zurückkommen. Danke. Schwarze Karte? Die VIP-Karte, ja. Wenn du nach Big City kommst, kämpfen wir. Okay. Die Karte fühlt sich luxuriös an. Ist das die Membership-Karte? Highest Level VIP Membership Gedöns. Gucken wir uns in der nächsten Folge an. Wir checken das Teehaus aus. Leute, macht's gut, bis dann und ciao.